Nach Jahren des Wartens präsentiert VW nun endlich die ungetarnte Serienversion des ID. Buzz. Bereits 2017 hatte die Studie ID. Buzz für Aufsehen gesorgt. Eine Art Hommage an den originalen T1 Transporter, neu interpretiert für das Zeitalter der Elektromobilität. Von der Studie bis zum Serienfahrzeug ein langer Weg, fast 4 Jahre harte Arbeit, dieses originäre Konzept zu übertragen. Extrem kurze Überhänge vorne und hinten, langer Radstand, maximierter Innenraum und das Ganze verpackt in einer sehr ikonischen Form, sehr freundlich, sehr sympathisch. Das war das Ziel. Kleine Details wie die angedeuteten Lüftungsschlitze, die beim T1 noch einen Zweck erfüllten, die 2-Farben-Lackierung und ein übergroßes VW-Logo an der Front erinnern an den Ursprungsbulli. Der Innenraum des ID. Buzz ist sehr aufgeräumt, das Lenkrad sieht ansprechend aus, ist jedoch leider mit berührungssensitiven Tasten ausgestattet. Auch die Klimaanlage wird über Touch-Eingaben gesteuert. Es ist jedoch kein Problem, im neuen ID. Buzz Stauraum zu finden. Becher, Kaltgetränke, Snacks, alles kann sicher verstaut werden und 7 USB-Anschlüsse bieten ausreichend Lademöglichkeiten für das Smartphone jedes Fahrgastes. Wir haben die Stoffe, die Sie beispielsweise hier auf den Sitzen finden, aus recyceltem Material gemacht. Also hier sind PET-Flaschen zum Beispiel recycelt und verarbeitet. 10% des Stoffes sind aus Meeresplastik hergestellt. Durch entsprechende Maßnahmen wie Aufforstungsaktionen beispielsweise wird das Fahrzeug komplett CO2-neutral sein. Das heißt, alles, was während Produktion und Vertrieb anfällt, wird entsprechend kompensiert. Der neue ID. Buzz kann bis zu 1.121 Liter Gepäck und 5 Passagiere aufnehmen. Später wird VW eine längere Version auf den Markt bringen, die noch mehr Platz und bis zu 7 Sitze bietet. Unser ID. Buzz basiert auf der MEB-Plattform, die wir auch im ID.3 und ID.4 beispielsweise finden. Das heißt, wir haben hier eine voll vernetzte Elektronikarchitektur, die es uns ermöglicht, Updates over the air zu bekommen. Dieses Auto wird damit in der Lage sein, immer up-to-date zu sein durch Software-Updates, die wir über die Zeit einspielen können. Dank 170 kW Ladeleistung dauert es etwa 30 Minuten, um von 5% auf 80% zu kommen. Die Cargo-Version bietet im Frachtraum Platz für 2 komplette Europaletten und ist mit verschiedenen Türvarianten und 2 oder 3 Sitzen in der Fahrerkabine erhältlich. Preise und Reichweiten hat VW noch nicht bekannt gegeben. Wir rechnen mit etwa 63.000 Euro für die jetzt vorgestellte Version. Der Cargo dürfte deutlich günstiger zu haben sein für etwa 45.000 Euro. Bei der Reichweite sollten etwa 400 Kilometer realistisch sein.